Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht. Lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz. Sommerkleidung.
rückwärts. Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht, lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz. Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht, lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz.
hinzu, selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht. Lassen alte Gewohnheiten fallen und studieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass tiefere Kunden sich den Saisons real anpassen und die Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung neben dem Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv halt zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz. Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht. Lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz. Aktuell geht alles etwas langsamer als gewohnt. Auch wir begegnen jeden Tag neuen Aufgaben, Fragen, Unsicherheiten, doch das Wichtigste ist für uns der Blick nach vorn. Jede Krise bietet auch Chancen und steht für etwas Neues. Wir finden zu uns selbst zurück, werden kreativer, besinnen uns auf das, was uns ausmacht. Lassen alte Gewohnheiten fallen und strukturieren uns neu. Vielleicht ist eine positive Konsequenz dieser Situation, dass die Lieferrhythmen sich den Saisons real anpassen und wir Sommerkleidung im Sommer verkaufen und Winterkleidung eben im Winter. Trotz aller schlimmen Meldungen bleiben wir positiv, halten zusammen und hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen mit Freunden und Kunden. Annette Görz.
begegnen.